Und wie ist der erste Eindruck? Die Fernwirkung ist sehr hübsch. Das freut mich. Es wirkte fast so, als würde sich da eine Altstadt im Tal verbergen. Freut mich total. Das ist schön. So schön. Schön kommen war die Zeit. Und los mit dem Fluss hinab. Wie der Wind, man glaubt es kaum. Leben ist ein Traum. Row, row, row your boat gently down the stream. Molly, 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 life is but a dream. So irgendwie war das. Ich glaube, but a dream war es sich. Das war dann die deutsche Variante davon, ne? Die ich nicht kannte. Ich kenne nur die englische. Ich kenne es nur aus Zufall. Hm? Dieser Zufall nennt sich Caillou. Was für ein Ding? Caillou. Was ist das? Das kleine Kind mit Glatzer. Genau. Ach, Caillou, das war so eine, ehrlich nicht, Kika-Sendung oder so irgendwas, ne? Ja, super, Till. Ja, Zoppelino. Ja, irgendeiner von denen da halt, ne? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier einen Blick auf ein riesiges Haus. Ich zoome schon mal. Und wie gesagt, du kriegst jetzt von mir Vollblöcke geliefert, deine Glasscheiben. Die gefärbten musst du dann in der richtigen Reihenfolge da selbst rauskraften. Kraften. Ja, musst du hinkriegen, ansonsten war's halt. Ja. Ich glaub da an dich. Erst färben, dann Scheibe, glaube ich, war der richtige Weg. Wobei es kann sein. Nee, doch, ich glaube erst färben, dann Scheibe. Das ist der richtige Weg, ja. Also erst die Vollblöcke umarbeiten und dann. Ja. Was macht hier so das Despawn meiner gefällten Bäume? Nix, ne? Das habe ich mir gedacht. Bei Minecraft ist das echt ein Nachteil, ne? Man macht Sachen weg und dann geht man weg und dann passiert aber auch nichts mehr weiter. Das ist echt ein Nachteil. Das ist eigentlich schade, ne? Weil es ja auch ein bisschen unlogisch ist. Durchaus. Durchaus, durchaus. Ja, Musik, das nenne ich Kunst, was du da gerade geschafft hast. So. Ach, ist schon knuffelig, ne? So, der Herr, wo sind sie denn? Drinne. Wo ist ein Bing Bong Problem? Hühnchen, Bing kommst Bong. Du da runter? Bing Bong! Ja, ich eile. Hallo, komm's rein. Paket! Komm's rein! Paket! Rein! Paket! Ich hab gesagt, rein! Paket! Du, rein da! Paket! Rein mit Paket! Paket! Hey, rein, nicht retour, rein. Musst du retour sein, Paket. Reingehen, Hund yeah, auch kommen. Paket. Komm, so, du musst unterschreiben hier, komm her. Okay, hier bitte, da Unterschrift. Yep. Einmal in die Kartoffelritze. Ritze. So, na, vielen Dank. Ritz. Da, hier. Ja, danke schön, war Unterschrift, habe gegessen. Sehr schön. Bis nächstes Mal. Chef liest Scheiße später in Firma aus. Lalalalalala. So, mit O. Damit kann man noch arbeiten. Ah, Glas. So. Ich bin ein Assassine. Nee, Assassinen springen von der Dach aus. Oh! Oh! Man sieht, wenn man aus dem Fenster guckt, dass er hier im Wald. Da kommt man nicht an den Zwitzer. Schade, macht nichts. Wald und Blumen. Du hast ja alles gekriegt. Den Kies, den nehme ich mit, den einen. Der kommt ins Lager. So. Ah, ah.
Das ist ein sehr hübsches Haus am Spawn. Na, Honi? Hier läuft so ein orange gefärbter Hund rum. Sehr süß. Ja, das ist meiner. Ich wollte auch noch verschiedene Models irgendwann über Connected Textures für die Hunde einfügen. Die kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Was man dann kriegt, meine ich. Aber wollte ich nochmal machen. Aber ich komme zu nichts. Die Zeit ist zu krass. Ich weiß nicht, wann ich irgendwas machen soll. So, despawn mal bitte. So, auch alles bitte despawnen. Ist so überhaupt. Despawn. Okay. Oh, der, du auch. Du aber auch hier. Ich wollte damit doch nur ein bisschen sichtbareren Weg haben. Den es nicht gibt, aber so gedanklich. Das war die Idee dahinter. Die spawnen doch, du Mistzeug. So, das hier ist auch ein Traum. Naja, das geht sogar noch. Also so nicht mehr. Es wäre gegangen, wenn der Kumpel es gelassen hätte. Ja, gut. Ach, hier ist noch sowas. Ist ein Auswuchs. Wunderbar. So. Ach, guck mal hier, ist ja auch hübsch. Hier machst du was mit. So, würdest du es jetzt vielleicht weiter despawnen, bitte? Ah, du auch noch. Alles gut hier. Wunderbar. Tschüss. Ich frag gar nicht, oder? Nein. Wie doof das ist manchmal. Wenn ich dann meine Dynamic Trees denke, die ich da in School of Survival hab, die so geil, die fällst du halt und die fallen um, ne, mit Animation. So, sieht so großartig aus, hier in Minecraft mit diesen Knubbelbäumchen, die dann auch noch nicht mal despawnen, wenn sie aneinander kleben, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Läuft. Das macht mich nicht zum Modded Minecraft Dauerspieler, aber das sind Dinge, die ich mir dann für Default wünsche, wisst ihr? Da gebe ich dir recht, das wäre schon etwas realistischer. Ich weiß nicht, ob ihr da mal bei School of Survival reingeguckt habt, was dann geht, aber wenn, das müsst ihr echt mal reinfahren, wie da diese Dynamic Trees umfallen, das ist so gut. Das ist echt, wobei gut, als reiner Kreativspieler ist es einem egal, wie ein Baum fällt, in vielerlei Hinsicht. Aber Minecraft ist halt doch noch mehr als die Plattform, die es bietet fürs kreative Bauen. That's true. Ja, ist es. So. Und ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Ja, passend dazu singt gerade irgendeine Stimme, wahrscheinlich von Purple Rain Music. Ah, ich bin zufrieden. Ah. Hat so ein bisschen was Asiatisches gerade. So, oder fast, weiß ich nicht, orientalisch? Ich weiß nicht so genau. Oder auch so ein bisschen Witcher-artig. Schwierig. So, ich bin gleich im Dorf zurück, um ins Bette zu gehen. Bette? Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten Tag dieser Aufnahme. Gut. Ja, es wird ja schon wieder Abend. Was ist denn los? Es wird Abend. Ja, es wird Abend, genau. Und wer jetzt meint, ich habe jetzt schon wieder 2 Stunden hier rumgeeidelt, nee, habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe eine Menge viele kleine Fitzelsachen gemacht, die halt alle im Survival auch zum Teil gemacht werden müssen einfach. Und das ist halt für mich einfacher, der hier den ganzen Tag wohnt sozusagen, das zu machen, als immer Leute loszuschicken und sagen, hier, mach dies, mach das, weil bis ich Sachen erklärt habe, ist es manchmal schon selbst erledigt. Das hängt immer davon ab, wie oft und so weiter jemand da ist und sonst wie und für welche Funktion. Ne? Der Emerald zum Beispiel, der will ja hier immer nur arbeiten. Das ist ja sein Wunsch. Ne? Und dann ist das natürlich sinnvoll, dass der auch weiß, wo die Sachen sind. Dann nimmt es mehr Arbeit ab. Wenn der selber einfach losgeht und anfängt, irgendwie Sachen zu erledigen, ist das super. Bin im Bett. Ciao.
Wenn ich jetzt aber meinen extra eingestellten Kirchenbaumeister für die Murks-Pickwick'sche Quellenkapelle ins Lager stecke, habe ich da natürlich keinen Mehrwert. Nee, da haben Sie vollkommen recht. Also, lieber Zuschauer, wird dann der Kumpel ins Lager gesteckt. Ich hoffe, er vergibt mir das. Ansonsten kann ich auch... Was ist denn hier eigentlich los mit der Schlaferei, die Herren? Ich wollte gerade sagen, ihr liegt ja schon im Bett. Gemütlich. Herr Skeiters. Aber das fehlt offensichtlich. Herr Skeiters. Die Haube, da entleert schon wieder jemand seine Blase. Oh, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Keine Ahnung. Ah. Na Gott sei Dank. Also falls er wieder in der Aufnahme, dann müssen wir kurzer aufnehmen, weil die ganzen Pinkelpausen in der Aufnahme sind natürlich ungünstig. Habe ich jetzt vollkommen recht. Ja, muss man eben kürzer aufnehmen. Das spricht doch nichts dagegen, dass jemand pinkeln muss, aber dann muss er, dann sagen wir halt, wir nehmen nur eine Stunde auf und dann nehmen wir noch eine Stunde auf und machen dazwischen eine Pinkelpause. Achso, das Türmchen. Sehr gut, das, das Türmchen ist schon gediehen. Ach ja, so, ich das bin... Türmchen. Ja, ich bin, ihr hättet nicht damit gerechnet, dass es mir so gefällt. Also ihr meint, es wird irgendwie eine Katastrophe. Aus. Es sieht großartig aus. Und die Fenster können wir auch, die wir auch ein bisschen abgehen lassen. Ja, Vorbau. Die sind toll. Definitiv. Sehr schön. Und schau, es, ihr habt sogar schon die Ach, das ist Schwarzeichenholzdach, was du da gebaut hast. Genau. Großartig. Aber ich habe noch etwas versteckt in der Kirche. Oh ja, ja. Sie wird natürlich mit Falken werden. Warum steht denn da Skeiters 92? Ach so, Gedenksäule für die Kreuzritter, ja, vielen Dank. Genau, okay. Ja. Möchtest du die gerne behalten? Natürlich, solange sie mich nicht angreift, ist jeder in diesem Gotteshaus willkommen. So, wenn sie mir hier nach unten... Hier, guck mal. Schau mal, was die Erstklassiges für mich hatte. Siehst du das? Siehst du das? Oh, ein Strick. Damit kannst du dich ja hängen. Nein, das ist ein Faden. Damit kann ich erstmal noch nicht so viel. Ich kann einen Bogen machen. Das ist schön. Schau, also das wird natürlich noch verändert. Das ist jetzt rein provisorisch. Ach, wir haben schon eine unterirdische Kapelle. Boah. An dieser Seite hier wird das Wasser vom Fluss dann herunterrinnen und mehr oder weniger den Altar. Sehr geil. Genau. Das ist also, markieren. Oben ist die Kapelle, die so für die Öffentlichkeit ist, so. Und das genau. Hier ist die wahre Kapelle, wo. Das Wallfahrtsgut, könnte man so sagen. Ach so, ich dachte, das wäre mehr so ein Geheimbund-Ding. Ja, genau. Also, werden die Brüder, werden die geheimen Brüder. Eigentlich bräuchte die ein Glasdach, ne? Was jetzt ein Scherz ist, aber eigentlich. Wir auf den Turm schauen. Ja, genau. Da hätten wir so einen Blick auf den romanischen Turm. Den Romanesturm, den Römerturm. Den wilden Turm der Liebe. Romanes eon domum. Ja. Domine patre. Ich liebe jetzt Bildes. Das stimmt. Das war richtig. So. Ne, wird das super. Ja, und das nächste Mal werde ich mich dann ins Dach stürzen jetzt. Ja, gut. Gut. Ja, du kannst dich ja noch ein bisschen sortieren auch, ne? Ich meine, beim Bauen, da fällt ja auch immer viel Unordnung an, zumindest bei mir. Da gibt es immer wieder mal eine Chance, dann nochmal nachzusortieren. Ich wollte eh da auch nochmal was erledigen gerade. Ich kann mich erinnern, dass hier unten auch irgendwo noch... Das ist doch hier der Fluss, den ich auch mit dem Skytas und dem Emerald so schön durchgezogen habe. Aber ich war der Meinung, hier drüben... Ach, hier ist ein Seerosenblatt. Ich war der Meinung, hier ist... Ach, guck mal, eine Steinaxt und Weizenkörner. Ja, könnte ich da drin vergammeln lassen. Aber ich könnte hier mal so einen Seerosenpfad drüber machen. Ich weiß auch gar nicht, wofür, aber warum auch nicht. Naja. Manuel. Neuer. Ne? Oha. Das ist aber sehr heavy Musik. Ups. So. Passt aber auch wieder super zu meiner Rennerei hier gerade. Das ist jetzt so ein bisschen Dubstep, wa?
Also ihr hört das nicht, das sage ich dem Zuschauer. Also was Dubstepig ist. Ich habe kriegt das auch sehr laut im Verhältnis zu den Stimmen auf die Ohren. Ich hoffe, es wird in der Aufnahme nicht genauso sein. Das ist ja immer so ein bisschen die kleine Unsicherheit. Sound und Windows. Boah, Alter, das sind Freunde, das kann man sich kaum vorstellen. Ah. Ist auch nicht feierlich, weißt du, auch dann hast du irgendwie einen Grafikkarten-Update und danach wird erstmal, was die Grafikkarte damit zu tun hat, ist mir eh ein Rätsel, aber danach plötzlich wird wieder das Rode Mikro als Lautsprecher ausgewählt und zum Kotzen. Ja, zum Kotzen. Zum Kotzen. War so wie die ganzen Toneinstellungen versaut, weil man beachte, aktuell, ich habe gerade eben im Hintergrund ein Windows-Update gezogen und bis eben war meine Tonübertragung super und jetzt ist irgendwas mit meinem Ton passiert, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Boah, das ist voll schlimm, ey. Ich kenne das Problem, ey. Wenn das Windows mit Update zog, nein, das ist so schlecht, ey. Du hast das Update auch und höre es jetzt genau. Habe Angst. Ah, du benutzt doch Windows 7, ne? Da geht das natürlich. Windows 7, ey. Das ist total alt, ey. Ja, total unsicher. Total unsicher, Windows 7. Voll gefällt. Ey, 10, das sind 2 Stellen. Das ist viel besser. Ja, ey, genau, hat 2 Stellen. Immer eine Stelle mehr wie du. Hat er ein bisschen was wie eine von der Hommage an Helmut Kohl. Ein kleines bisschen, ja. Fällt mir aber jetzt auch erst im Nachhinein auf. Sehr geil. Wunderbar. Ich bin angeln gegangen, um den Tag rumzubringen. Ja, angeln. Naja. Das gehört auch dazu. Genau. Ey, was ist denn jetzt hier los? Wo bleiben denn die Fische? Fische? Da, ich habe einen Fisch. Einen Fisch. Ja, cool. Ja. Die sind nicht genau spezifiziert. Ach, die sind wild und so und. Wilden Fische. Pelzig. Das sind Pelzfische. Pelzige Fische? Ja. So. Katzenhaie, weißt du? Ah, natürlich. Ja, stimmt. Habe ich letztens gelesen in der Zeitung. Wenn der Katzenhai seine... Oh, ich habe einen Haken bekommen, aber ich hätte lieber was anderes gefangen. Wenn der Katzenhai seine Krallen in den Server... In den Server, genau. In den Surfer schlägt. Oh, ich habe Nemo gefangen. Nemo gefangen, dann lassen wir ihn frei. Niemals! Nemo! Der muss sich retten lassen. Ich warte auf das Dory stimmt, und seinen Vater. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich glaube, den Vater hat jeder vergessen. Ray oder so irgendwie. Nee, Ray war es nicht. Ray war es nicht. Hey, Ray. Irgendwas mit M. Martin? Na, Martin ist ja, so, alles. Irgendwas mit M schon. Das kann sein. Aber irgendwie merkwürdig mit M. Mauritius war es auch nicht. Warte mal, ich will das jetzt googeln. Merten? Nee. So irgendwie in die Richtung, warte mal. Ja, irgendwie so, Findet ne? Findet Nemo. Mehr. Merlin. Merlin war es auch nicht. Merlin ist... Merlin. Marlin. Marlin. Alter, sowas. Alter, wer heißt denn Marlin? Sorry, aber was ist das der denn? Der Bruder von Merlin. Nee, niemals. Jetzt nicht gegen Fische. Hast du was gegen Fische? Ja, natürlich. Wenn sie nicht ganz durch sind, schon. Das stimmt, das kann echt eklig sein, aber es trifft. Also ich finde, das ist bei Hähnchen halt noch schlimmer, weil da hast du ja direkt so, oh scheiße, Salmonellen im Hinterkopf. Das ist wahr. Ah, ja. Deswegen ist immer noch bei McDonald's, da gibt's Premium-Ware. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Also wenn du beide Augen zukneifst und bei alles geschwollen ist, auch vielleicht, ja. Ja. Aber man kann den dem Hähnchenprodukten von McDonald's oder den anderen wahrscheinlich auch zumindest nachsagen, dass sie liebevoll wieder erneut zusammengesetzt worden sind. Nachdem sie komplett zerlegt wurden.
Problem ist halt, dass es echt ekelhaft ist, über das zu reden. Aber es schmeckt einfach so gut. Nee, nicht mehr, aber ich bin auch älter als du. Ich war ja, in meinen 20ern hatte ich ja auch meine wilde McDonald's-Phase, aber mittlerweile bin ich dankbar, wenn ich das nicht brauche. Also mal so irgendwie, wenn man unterwegs ist, kann das passieren, dass man mal sagt, okay, lieber das als den komischen, unbekannten Griechen da vorne an der Ecke. Da habe ich nämlich auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also dann nimmt man manchmal die bekannt schlechte Qualität als eine unbekannte, potenziell aber auch gute Qualität. Man kann da ja auch sehr überrascht werden. Aber tatsächlich, nee, also ja. Ist schon. Ja, ich bin mit McDonald's und sowas ziemlich durch. Das sind so Reise unterwegs, Notfall-Essensstationen. Das stimmt. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das eben mag, ne? Wenn man jünger ist und sonst wie, ich hab's ja selbst gemocht. Ich bin ja da nur, ich hab mich da so mit der Zeit emanzipiert. Das gibt's doch nicht, dass mir jetzt der eine Scheiß, jetzt muss ich hier, ich muss leider nochmal runter in die Dings.